Willkommen zurück zu Monster Energy. Super groß. Was mir gerade ganz krass fällt auf den Tisch. Mir fehlt echt eine Monster Energy Dose. Ja? Das ist wirklich so. Da fehlt mir eine. Naja, man kann nicht alt haben, ne? Wenn man schon super groß spielt mit Monster Energy, muss man eigentlich auch eine Dose haben. Aber ich habe keine Dose. Warum hat man keine Dose? Weil man kein Geld hat. Und warum hat man kein Geld? Ja. Egal. Dann machen wir hier mal weiter. In unsere Karriere. Gucken, wie weit wir hier vorankommen. Vielleicht kacken wir auch total ab. Schauen wir mal. Okay. Meine Hände sind bereit. Oh, die Kamera rechts sieht natürlich auch nice aus. Machen sich alle bereit da? Ich mache mich auch bereit. Okay, let's go. Oh, perfekter Start. Juckt die Nase. Eieiei, nicht alle auf. Das war ja totale Fehlanzeige. Okay, aber jetzt. Oh, ist der auf die Schnauze geflogen. Ist wie wenn ich beim Klettern von 20 Meter falle. Ey, das ist ja auch hier. Weiß ich nicht, ey, echt müssen viel hier, oder? Ja, man muss so schnell wie möglich nach vorne kommen. Ja, warum denn schon wieder Riesschwamm, ey? Verstehe ich nicht. Ey, was ist denn das hier für ein Bug? Das haut gar nicht hin, ey. Du nimmst die Kurve und Riesschwamm, ey. Komm, alle guten Dinge sind drei. Wir wollen hier nicht immer neu starten, das muss nicht sein. Ja, weil das Spiel noch nicht so fehlerfrei ist, denke ich mal. Weil er setzt uns praktisch wieder zurück, aber wo du auf der Strecke bist, das ist noch ein kleiner. Ja, spring mal da auf den Kopf, ey. Du nimmst die praktische Strecke perfekt, also du bist auf der Strecke, aber zeigt der Riesensporn an, also dann setzt er dich wieder zurück. Oh, ich wäre glatt geradeaus gefahren. Aber die fahren auch nicht fehlerfrei. Das finde ich eigentlich schon mal ganz gut, ey, dass die auch Fehler machen. Ey, Leute, entspannt euch. Man muss ja keine Hektik hier machen, nur weil ich auf dem ersten bin. So, zack. Zack, zack. Man kann zwar auch hier die Sicht ändern, aber ich weiß nicht, ey, wir können ja mal versuchen, so zu fahren, aber das ist sehr eintönig. Nee, weil so, oh, nee. Und hier Helmperspektive, ey, so fährt doch kein normaler Mensch, ey. Ja,
Also, wir haben ja die Standardkamera lassen. Ich mal auf die Geschwindigkeit achten, wie schnell wir hier durchballern. Ja, zwischen 50 und 70 fast. Ist schon ordentlich, ey. Mit 50 km/h so im Hügel hier. So, nicht so schnell, nicht so langsam. Und man muss die Kurven perfekt nehmen, sonst haut er uns wieder zurück, ey. So, noch zwei Runden. Oh, noch zwei Runden, ja moin, ey. Krieg ja hier Krampf in der Hände. Doch, letzte Runde, ey. Ich wollte schon sagen, ey. Ey, ich muss wirklich ehrlich mal sagen, das Spiel ist wirklich cool. Es macht Laune. Das ist wirklich mal was anderes. Also langsam habe ich mich, wow, mich an der Steuerung hier gewöhnt. Sauber. Unsere erste perfekte Runde hier. The checkers have waved on the 250 main event, while the riders catch up with their team members. So von Schwierigkeitsgrad ist es Fantastic effort by ist angemessen. They put on a great show the way they battled here tonight. Ah, okay, auf dem fünften. Ja, weil wir die erste Runde übelst verkackt haben. Weil da sind wir nämlich letzter geworden. Aber das ist halt nicht so wild. Wir können ja hier immer weitermachen. Mit einem Rang steigt man auch sehr schnell. Gleich die nächste Runde. Ui, die sieht ja auch mal mega nice aus. International Speedway. Daytona Beach. Ob die Strecken alle original sind, weiß ich nicht. Ja, ich denke mal schon. Weil Monster Energy ist ja von Lizenz her alles original. Auch die Fahrzeuge. Aber die Strecken weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ist auch scheißegal. Wir wollen ja spielen. The World Center of Racing. Okay. Ich würde sagen, wir lassen die Einstellung. Strecke sieht ja spritzig aus. Und dann wollen wir mal. Ja, den Start ein bisschen verkackt. Ja, war eigentlich perfekt der Start. Aber die Strecke ist schon wieder etwas schwerer hier. Ey, fahr doch mal. So, da sind schon mal zwei hier hingeflogen. Oh.
glaube, der braucht einen Notarzt. Weil du machst hier so eine Riesensprünge und dann kommt gleich so eine fette Kurve, ey. Sehr, sehr anspruchsvoll die Strecke. Boah, hier aber auch ein riesen Big Jump. Und geradeaus. Mann, hier musst du ja wirklich. Okay, der ist so weit rausgefahren, ein Vorteil für uns. Nee, nee, nee. Du bleibst mal schön hinter mir. Oh, hier, der Sprung ist krass. Ich hoffe, die Facecam gefällt euch. Die Qualität ist jetzt nicht so berauschend jetzt von der Facecam, aber das wird sich dann auch irgendwann ändern. Schauen wir mal. Ja, wenn hier die roten Kügelchen, sag ich schon, wie nennt man die hier? Schutzmauern. Wenn da manche fehlen, dann weißt du gar nicht direkt wo lang, ey. Steuerung klappt eigentlich wunderbar. Freestyle. Dann müssen wir mal gucken, ob wir mal so einen guten Sprung hier hinkriegen irgendwie. Naja, fast. Hast du auf Schnauze gepackt? Sieht ganz gut aus, ich denke mal, das packen wir. Oh, da haben wir einen guten Freestyle Fresh hingekriegt. Der Sound, geil. So, jetzt machen wir hier nochmal einen frischen. Yeah. 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 Letzte Runde, meine Damen und Herren. Jeppa, jeppa. Muss ich übermütig werden? Und packen wir uns wirklich noch hin. Perfekt, da war ja schon ihr Ziel. Sehr schön. Great... 69. Perfekt. Kommen wir ja so langsam. Wander. So, jetzt haben wir 14,5 Minuten. Denke mal, eh, dann machen wir noch und dann machen wir hier auch mal wieder Feierabend. Lukas Ölstadium. Indianapolis. Sieht okay aus. Dann habt ihr schon mal so einen ersten Eindruck von den zwei Parts und dann gucken wir mal weiter. Indianapolis.
Okay, wir legen hier auch gleich los. Ohne große Tamtam. Start war okay. Aber hier Massenkambrolage, hier Massencrash. Man muss immer so schnell wie möglich nach vorne kommen. Ey, Kollege, rutsch mal. Das bringt nichts, wenn du mir auf den Kopf springst, ey. Ja, so langsam kriegst du. Oh, shit. Weiter, 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 weiter. Ja, so eine Patzer dürfen nicht passieren. Oh, ist sehr anspruchsvoll. Rutsch. Oh, hier kommst du kaum vorwärts, ey. Okay, ihn hätten wir schon mal. Wäre schön, wenn wir noch die anderen kriegen würden. Müssen wir ja mächtig ja sehen, ey. Sind alle dicht beieinander. Ja, das finde ich schwer hier, das hier. Okay, auf dem 6. Okay, der ist hängen geblieben. Ja, wie gesagt, die fahren auch nicht fehlerfrei. Das ist eigentlich ganz gut gemacht, ey. Oh, da sind wir fast rausgeflogen. Bisschen hängen geblieben. Ja. Vierter Mist. Fünfter war. Na, vierter. Na, hier bin ich zu langsam, eindeutig, ey. Schade, den krieg nicht mehr, ey. Oh, wow. War hart angespannt, ey. Oh, dritter noch. The final.
You can tell these guys have been doing their work during the week. Da war ich echt hart angespannt. Sehr schön. Würde ich sagen, machen wir hier Stopp und machen auf jeden Fall in der nächsten Runde weiter. Also, haut da rein, bis dann.